Hallo ihr Lieben, ich grüße euch recht herzlich zu eurer Wochenbotschaft. Meine Stimme ist noch nicht ganz so fit. Ich habe mir nämlich gerade jetzt ein Giotto gegönnt. Also wirklich ganz, ganz selten, aber ich habe es geschenkt bekommen. Und ich habe es schon ewig nicht mehr gegessen. Das sind diese kleinen mit Nuss, glaube ich, da drinnen. Und jetzt habe ich da hier und da noch irgendwo noch eine Nuss in meinem Mund drinnen. Ich hoffe, es stört euch nicht an meiner Stimme, aber ich musste jetzt schnell das Video drehen. Danach sind wieder meine Klientinnen und Klienten dran. So, Multitasking. So, jetzt schauen wir auf alle Fälle in deine Woche hinein. So, was ich euch schon mal sagen kann, vom 27. bis zum 2.6. Und da sind wir schon im Juni. Du ziehst alle Blicke auf dich. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was du tust. Ich krieg gerade Gänsehaut. Wirklich. Gänsehaut. Was ich dir schon sagen kann, dass du die Blicke auf dich ziehst, ist, weil du eine sehr selbstbewusste, selbstachtungsvolle Ausstrahlung, Energie hast in dieser Woche. Und das Rad des Schicksals hat das auch ein bisschen so angekurbelt. Und du hast auch sehr starke mediale Fähigkeiten in dieser Woche. Also, du hast die natürliche Fähigkeit, Kontakt mit lieben Verstorbenen aufzunehmen. Also gut möglich, dass deine Energie, ne, weil die Blicke ziehst du auf dich, dass aber nicht du die Blicke auf dich ziehst, die Menschen gemeint und Tiere, sondern auch verstorbene Wesen bzw. Seelen. Könnte gut sein, dass du in dieser Woche sehr, sehr stark spürst. Und ich kriege gerade Gänsehaut. Wurst. Also, du fühlst in dieser Woche sehr, sehr stark und die Blicke wirst du auf dich ziehen. Weil ich nehme die Karte nicht dieses Mal so wahr, wie sie dargestellt ist bzw. wie sie beschrieben ist. Sie ist beschrieben, dass du schlaflose Nächte hast, dass du munter wirst. Ja, gut möglich. Es kann sein, dass einige von euch schlaflose Nächte haben oder gehabt haben. Dann wird sich aber das in dieser Woche, spätestens in dieser Woche, in die Heilung begeben. Und die Menschen, die die Blicke auf dich gerichtet haben, ja, und für alle, die es natürlich nicht gewohnt sind, dass du sehr viel Aufmerksamkeit bekommst. Ja, vielleicht warst du immer so im Rückzug und auf einmal bekommst du Aufmerksamkeit und denkst so, Moment, ich bin gerade vom Schneckenhaus raus, lass mir doch ein bisschen Zeit. Und sag, nee, hey, wow, was hast du gemacht? Du schaust so blendend aus und so weiter. Weil ich glaube, da wird sich in dieser Woche wirst du so ein bisschen so erstaunt sein von dir selber. Ganz einfach, dass du denkst, hey, wow, du bist gemeint. Und das Universum sagt, ja, genau, du bist gemeint. So, ich schaue nur. Ah ja, okay. Habe ich mir fast gedacht, dass die aussieht. Aber dann machen wir sie einfach jetzt zu. Und dann schauen wir mal in diese Woche hinein. Was kommt in dieser Woche auf dich zu? Vom 27. war positive Veränderungen. Schauen wir mal. Die Fische wieder. Viele Gefühle. Wieder geht es ums Finanzielle, Materielle. Halleluja, was ist da los bei euch? Wanken, ja, hier geht das Wanken raus. Etwas, was nicht sichtbar. Ich glaube, in dieser Woche wird sich etwas sichtbar werden, weil wir die Störche haben. Das, was nicht sichtbar war, oder was lange im Verborgenen war, ist, ich weiß nicht, vielleicht hast du ein Projekt, es ist nur für eine kleine Reisegruppe, aber vielleicht hast du ein Projekt eingereicht und du hast das vielleicht schon eingereicht im Jänner oder im Februar. Hast du etwas eingereicht und du musstest ziemlich lange warten. Ne? Wir haben den Monat 6. Ne? Also sehr spannend. Und das, was du eingereicht hast, wird sich jetzt erst, ja, jetzt, vielleicht in dieser Woche, wird die Botschaft von weiter her, ich weiß nicht, wo du was hingesendet hast, aber es ist von weiter her, wird sich jetzt lichten. Also irgendetwas, deine Botschaft, deine Nachricht wurde jetzt erst irgendwie entdeckt, ja. Also irgendwie ist da etwas hinten geblieben und du hast ja schon gedacht, ja, die wollen dich nicht oder, ja, hast du schon irgendeine andere Idee,
in deinem Kopf zurechtgemacht, ja. Und jetzt wird dein das, was du dir zurechtgemacht hast, wieder umprogrammiert oder du musst dich wieder neu orientieren und du darfst in dieser Woche diese Entscheidung treffen. Denn das Schiff ist für mich auch immer so ein bisschen diese Entscheidung, ja. Also etwas, was mit Entscheidungsfindung zu tun hat. Du darfst dich entscheiden für etwas. Entweder für das, dass du etwas schon lange eingereicht hast und du hast auf einmal, hast du schon, weiß ich nicht, angefangen, dich zu recherchieren, was du noch tun könntest. Und dann hast du etwas gefunden und dann hast du zwei Möglichkeiten. Die anderen, die jetzt noch keine andere Möglichkeit haben, kann ich dir sagen, du kriegst eine positive Nachricht. Eine positive Nachricht ist auf dem Weg zu dir. Das kann jetzt mit einer Behörde zu tun haben, mit einem Krankenhaus zu tun haben, mit gesundheitlichen Themen zu tun haben, aber auch mit beruflichen, selbstständigen Dingen zu tun haben. Also gut möglich, dass deine Selbstständigkeit, falls du selbstständig auch bist, dass bei dir vielleicht es ein bisschen ruhiger war und jetzt beginnt das Ganze wieder jetzt aufzunehmen und Fahrwasser kriegt. Du kriegst jetzt wieder mehr Fahrt, ja? Ich sehe jetzt, zuerst habe ich so ein kleines Bötchen gesehen, das so gemächlich am Wasser dahin geblättert ist. Und jetzt hast du auf einmal eine Yacht, ne? Und du kannst dich entscheiden, ob du auf deiner Yacht dahin plätscherst und treibst oder ob du auf ein richtig schnelles Boot aufsteigst und wo du schnell von A nach B kommst. Also hier verändert sich auf ein Schiff ja mit vielen anderen Menschen. Also da kriegst du die Entscheidung, was du dir entscheiden sollst. Was ich hier noch hereinbekomme, ist bei euch, meine Lieben, diese positive Veränderung hat etwas auch damit zu tun, dass du vielleicht mal Urlaub machen sollst, ja. Und es hat etwas mit der Öffentlichkeit zu tun. Das heißt, du beantragst irgendetwas öffentlich oder es wird irgendetwas öffentlich gemacht, von dem du jetzt null Ahnung hast. Ich glaube, da weißt du noch gar nicht, von was ich da jetzt spreche, aber ich kann jetzt sagen, wenn du etwas beantragt hast, dann kriegst du ein riesengroßes Ja. Also ja, du kriegst irgendetwas bewilligt. Ja? Aber es ging up and down. Also du musst dich sehr wehren und durchsetzen und immer wieder mal, hey, ich bin auch noch da und hey, bitte machen Sie dies und jenes. Also immer wieder so bitten und betteln, ja, so. Und dann irgendwann hast du gesagt, dass du die Schnauze voll, du magst nicht mehr, du willst nicht mehr, du lehnst dich zurück und sagst nein. Dann, wenn es soweit ist, wird schon zu mir kommen. Und ab dem Moment, wo deine Einstellung so war, auf einmal kommt es jetzt zu dir. Ja? Also manches Mal muss man Dinge loslassen und wenn man es verstanden hat, wenn es nicht zu dir kommt, dann ist es auch nicht für dich bestimmt. Und wenn es zu dir wieder zurückkommt, dann ist es definitiv für dich bestimmt. Aber diese Botschaft im Außen kommt definitiv im Außen auf dich zu. Also nicht du kümmerst dich jetzt mehr, nicht du schreibst, sondern der Brief kommt von außen auf dich zu. Okay? Also diese Zusage, vielleicht hast du dich irgendwo beworben oder vielleicht hast du eben irgendein Projekt eingereicht, dann kann ich dir sagen, es kommt jetzt auf dich zu. Also von außen auf dich zu. Und das ist, wie gesagt, etwas, was du nicht siehst, ja, in den Wolken, was jetzt noch im Verborgenen ist. Spätestens am Anfang der Woche ist es im Verborgenen, aber so Mittwoch, Donnerstag, Freitag, da kann sich einiges tun bei euch. Und da wirst du dich erfreut fühlen, ja, aber du sollst es auch jetzt in dieser Woche wissen. Also sei nicht traurig, weil wir haben auch das Monat Juni, gut möglich, dass du im Juni erst diese Bestätigung, diesen Brief erhalten wirst, ja. Der Turm, und das ist sehr plötzlich und es geht auch sehr plötzlich dann vorwärts. Also wenn du dich dann mal entschieden hast und sagst, okay, ich entscheide mich genau für das, dann geht es sehr, sehr schnell, ja. Aber du musst dich entscheiden. Aber es ist eine positive Wende. Das Schiff oder deine Yacht nimmt ein positives Ende, also ein positiver Zyklus endet, ja, mit etwas Positivem, ja. Also diese Anstrengung geht raus und gut möglich, dass du etwas Positives dann wieder beginnst, ja, oder mit etwas Positivem beginnen tust. Also schließt einen Zyklus positiv ab und beginnst zugleich einen neuen Zyklus.
Und das machst du mit Schlauheit. Mit einer Schlauheit. Ja, und sehr schnell, ne? Also hier wird etwas wirklich tatsächlich sehr schnell ist auf dem Weg zu dir. Also wirklich eine Nachricht, eine Botschaft ist sehr schnell auf dem Weg zu dir. Und du hast echt schon Gedanken gemacht, dass das nichts wird, ne? Aber es wird was. Und dann siehst du natürlich alle Blicke auf dich, logisch, ne? Ich weiß es nicht, vielleicht hast du eine neue Haarfarbe, ein neues Kleid und jeder so, wow, du strahlst extrem viel Sexappeal aus oder ein charismatisches Wesen oder was auch immer, ja? Und deshalb bist du so magisch anziehend, weil das mit diesem Brief oder mit dieser Kommunikation, mit dieser Nachricht zu tun hat. Und das bist du vielleicht gar nicht gewohnt, dass Blicke im Außen, dass du gesehen wirst. Und das kann ich dir versichern, du wirst jetzt gesehen. Ob du möchtest oder nicht möchtest, das musst du jetzt halt selber dann entscheiden. Möchtest du in der Yacht bleiben, ja, anonym bleiben? Oder möchtest du in das Schiff eintreten? Ja? Das entscheidest ganz du. Ja, du beobachtest was mit den Pagen. Das sind der Page, und das ist interessant, ne? Die Pagen stehen ja auch für Nachrichten. Und du hast den Pagen der Stäbe. Und hier ist eine Nachricht auf dem Weg zu dir. Ja, jemand schaut sich das, was du gemacht hast, nochmal ganz genau an. Vorher war es irgendwie nicht ganz so klar, was du da machen möchtest. Ja? Und jemand hat vielleicht nachgefragt, hey, wie meinen Sie das? Oder wie können wir das verstehen? Oder wie haben Sie sich das vorgestellt? Das ist jetzt im Lebenslauf nicht ganz so klar. Passen die Zeiten für Sie oder was auch immer? Es wird nochmal besprochen oder irgendetwas wird besprochen mit dir. Das ist das, was ich ja auch sehe mit dem Pagen. Also neue Nachrichten, etwas wird sich nochmal genau angeschaut. Entweder schaust du dir dann nochmal diese Nachrichten an, weil du dich entscheiden kannst zwischen zwei Dingen. Und du rollst das nochmal auf oder entscheidest dich. Aber definitiv kommt von außen, schaut sich jemand das nochmal ganz genau an. Also hier ist noch jemand so, so Sherlock Holmes. Vielleicht wirst du Sherlock Holmes, ja, und betrachtest alles. Aber es ist positiv, definitiv. Und der Page steht immer für das Neue. Also irgendetwas wirst du neu auf die Erde bringen, ja, auf die Welt, als Baby. Was kommt denn noch auf euch zu vom 27. bis zum 2.6.? Uiuiuiuiuiuiui. Der Narr. Okay. Ja, also das ist auch interessant. Wir haben gesagt, ne, ein neues Kapitel. Und du fangst auch ein neues Kapitel an. Und du lässt dich nicht mehr... So, jetzt muss die Karte nochmal auffangen, da unten. Moment. Und dieses neue Kapitel, das du jetzt öffnest mit diesem Narr, ja, du gehst jetzt mal angenommen, früher hättest du... Entschuldige, weiß es. Zweimal, eine Entscheidung. Du bist nämlich etwas, eine Entscheidung für einen neuen Weg. Du entscheidest dich jetzt, du selber, welchen Weg du gehst. Früher wärst du vielleicht diesen rationalen, logischen Weg gegangen, so, ah ja, das ist der leichtere Weg, ja. Aber du kommst dann drauf, dass der Weg dann doch nicht gar nicht so ist, wie du ihn dir vorgestellt hast, ja. Also entweder sind dann viele Einbußungen oder... Irgendetwas steht da drinnen, was dir nicht ganz genau passt, deshalb schaust du ganz genau das ganz Neue an, ja, bevor du sagst, du gehst den Weg, ja. Vielleicht hast du ihn dir früher immer gewünscht, ja, mal angenommen, du hast es dir mega gewünscht, ja, und auf einmal ist es da und dann merkst du, du musst zu viele Abstriche machen, ja, damit für dich auch etwas rausspringt und das ist zu risikoreich, ja. Wenn du aber es auf der anderen Seite etwas anderes machst, ja, dann kann es sein, dass es auf der anderen Seite erfolgreicher wird, als wie auf dieser Seite. Also du hast zwei Möglichkeiten und du wirst dich dann für die Möglichkeit entscheiden,
die der Narr vielleicht vorher gar nicht vorgesehen hat. Ja? Und das sind diese fünf Schwerter, diese Verletzung. Jemand hat dich wollen verletzen. Jemand hat dir ein Stück rausgerissen. Ja? Jemand hat dir ein Projekt schnappen, wegschnappen wollen. Und hahaha, jetzt gehört es ihr. Nein, sie kommen zu dir. Sie haben das verstanden. Ja? Nicht die Frau glänzt, ja? Am Ende des Tages. Du wirst glänzen am Ende des Tages. Also egal, wer dir irgendein Projekt nachgemacht hat, der wird sich am Ende des Tages in den Finger schneiden. Weil du hast es gemacht, du hast etwas getan, gesagt, es ist deines, was mit dir in Resonanz geht. Und jemand anderes hat geglaubt, naja, dann tu mal der Person mal einfach mal weh, ja, weil sie möchte besser dastehen, er möchte besser dastehen. Und der Chef und die Chefin, die haben da irgendwie schon ein bisschen Wind bekommen, ja, es war lange im Verborgenen. Diese Person hat sich lange als Unschuldslamm, ja, herausgekoren und man kommt drauf, dass das eben nicht der Fall ist. Also in dieser Woche wird aufgedeckt in der Firma, wenn du in der Firma Zwistigkeiten hast, Menschen, die deine Projekte genommen haben, sich für ihres ausgegeben haben oder schön etwas, was du gesagt hast, die Person hat das wiederholt, nachgeplappert, ja, dann kannst du davon ausgehen, es kommt in dieser Woche eine absolute Wende, aber eine richtige Wende, ja? Und zwar für euch beiden. Zum einen wird wahrscheinlich die Person gekündigt werden oder sie wird selbst kündigen und du steigst aber auf, ja? Und das, mit dem hast du niemals gerechnet, ja? Und deshalb auch diese Blicke, ne? Die so, stimmt das wohl, ja? Ist jetzt die Böse oder du die Böse? Ja? Und das verändert sich. Und du hast dich gekämpft und du hast gekämpft und du hast gewusst und es hat dir so weh getan, richtig weh getan. Du hast immer gesagt, das ist deines. Und warum, wie kann man denn so böse sein? Wie kann man denn nur so unlieb sein? Ne? Und das hast du aufgegeben. Du hast dich nicht mehr gefragt, sondern du bist weitergegangen, hast andere Möglichkeiten gesucht, in Erwägung gezogen und hast mal diese Menschen lassen. Und jetzt erkennt man oder jetzt wird dein Chef, deine Chefin erkennen, dass es dein Projekt war, dass du leidenschaftlich in die Wege geleitet hast oder in die Wege geleiten hast lassen. Und deshalb ist etwas, was du für dich kreierst oder erschaffen hast, etwas Wundervolles. Und ich glaube auch, das wird noch wundervoll ausgehen. Bei sehr, sehr vielen, egal ob du selbstständig bist, ob du etwas erschaffen hast, ob du in der Pension bist. Weißt du kannst in Pension sein und bei irgendeiner Freundin oder Bekannten irgendetwas gesagt haben und die sagt dann, yeah, wie cool, das macht man, ne? So, und die Person macht das dann hinter deinem Rücken und verkauft das als ihre Idee. Und du kriegst das erst später mit. Und dann tut dir das richtig weh, ne? Also ihr münzt das bitte so auf eure Situation. Also irgendetwas wird aufgedeckt, ja. Und du hast es schon lange gewusst mit deinem dritten Auge, aber die anderen mussten es erst sehen mit dem dritten Auge, weil die Person hat das relativ gut vertuschen können, ja. Man hat es schon geahnt, ja, dass da mit der Person etwas nicht stimmt, aber nicht hundertprozentig. Ja, und das Sakralchakra, und das ist dieses wirklich, jetzt bist du momentan, du bist momentan extrem sensitiv gegen Chemikalien, Zusatzstoffe in Nahrungsmitteln und Energien. Allgemein respektiere deine Sensitivität und vermeide negative Dinge, Situationen und Beziehungen. Und das hast du gemacht. Meines Erachtens hast du das schon gemacht. Das liegt schon hinter dir. Du hast dich von diesen Personen verabschiedet. Ja, die toxisch waren, die nicht in der Resonanz mit dir geschwommen sind, ja. Ja, und die aufgestiegenen Meistern schauen jetzt wirklich, dass du vorwärts kommst, dass du wirklich jetzt in deiner Situation, weil sie wissen, wenn du jetzt quasi, wenn sie dir das alles lassen, ne, dann
wenn sie der Person, Entschuldigung, wenn sie der Person alles lassen, dann gehst du, ja? Und man möchte nicht, dass du gehst und deshalb möchten sie, tun sie auch alles, damit du bleibst. Also sie lieben dich, ja? Aber sie glauben halt nicht, dass es von dir gekommen ist. Und jetzt in dieser Woche verändert, dreht sich der Spieß um. Und du wirst Mitgefühl von anderen Menschen ernten. Und jeder so, Mensch, das habe ich nicht gewusst, das tut mir leid. Ich dachte auch, das war ihr Projekt und nicht deines, ja? Also, weil die Person das sehr geschickt machen können, aber jetzt ist vorbei. Jetzt ist Getratsche hintenrum vorbei, ja? Ja, das wird sich für dich wie ein Wunder anfühlen, ja? Es wird sich befreiend anfühlen. Und du kannst dann noch immer entscheiden, bleibst du in der Firma, gehst du, das ist alles deine Entscheidung, wie du das dann handhaben möchtest. Aber es fühlt sich wie Magie, wie Wunder ein. Und es ist ein Magnet. Du bist ein Magnet für Wunder. Ja, und dein innerer Tempel wusste es insgeheim. Ab den Zeiten, wo du losgelassen hast oder man hat es dir gesagt, wenn du loslässt, wirst du sehen, es kommt schneller zu dir zurück, als du gedacht hast. Und jetzt ist es soweit. Und du bist deinem Zepter, deinem Wissen treu geblieben. Ja? Also du hast dich da nicht verstellt, du hast niemanden beleidigt, du hast niemanden beschimpft, du hast niemanden etwas unterstellt, sondern du bist einfach deinen Weg hier weitergegangen, ja. Aber die anderen haben das irgendwie gecheckt, so. Entweder warst du dann mal im Krankenstand und du warst nicht da und auf einmal hat die ja auch einen Drahtzieher gehabt, die Person, ne? Wo sie die ganze Information herhaben hätte sollen, ja, weil du dann nicht da warst. Und ja, und du bist da ausgestiegen und du hast Grenzen gesetzt, ja. Vielleicht hat sie dich sogar noch im Krankenstand angerufen, warum, was kann sie jetzt tun oder wie kann sie das jetzt machen, ne? Und du hast gesagt, nee, du bist jetzt krank, nein, du machst jetzt nichts, ne? Also, dass du Grenzen gesetzt hast bei der Person. Oder freundschaftlich, bekanntschaftlich, ja. Das muss nicht in der Arbeit alleine gewesen sein. Ja, du hast deine Einzigartigkeit erkannt. Und die Einzigartigkeit haben auch diese Menschen erkannt. Ja? Diese Menschen haben jetzt erkannt, dass du einzigartig bist. Und du blühst richtig auf. Du fühlst dich richtig wohl in deinem Körper. Du fühlst dich richtig wohl und in der Gerechtigkeit. Meine Einzigartigkeit ist der Schlüssel zu einem erfüllten Leben. Definitiv. Definitiv. Ja, das ist deine Seelenvision. Ich richte den Blick nach innen und bringe meine Seelenvision in die Welt. Und da bist du jetzt gerade dabei. Du möchtest etwas in die Welt bringen. Deshalb bist du dir nicht mehr sicher, ob du in der Firma zurück möchtest, ob du mit diesen Menschen überhaupt noch zusammenarbeiten möchtest. Ja? Also du überlegst es dir sehr, sehr genau, was du dann tun möchtest und was nicht. So. Nutzt. Eine Karte oder zwei, nein, zwei oder eine Karte noch zur Information für die Botschaft für die Woche. Dankeschön. Seht ihr der Stern? Ja. Das ist voll schön. Es beginnt etwas zu wachsen. Und die Herrscherin, mein Gott. Und wieder schaut mal an, der Gehängte. Und das ist, wow. Das ist eine riesengroße Arkana. Jetzt geht irgendjemandem geht das Licht auf. Irgendjemand geht das Licht auf. Entweder dir oder dem Chef, der Chefin, der Arbeitskollegin, der Freundin. Irgendjemand geht das Licht auf und sagt, okay, nein, ich gehe einfach zurück. Ich konzentriere mich jetzt auf mein Leben, ja? Und das hast du prima gemacht, weil du bist jetzt die Herrscherin der Herrscher. Und du herrschst nicht über andere, sondern du weißt, was dir gut tut und was nicht. Und dem, was dir nicht mehr gut tut, entziehst du dich automatisch. Und deshalb kann es auch gar nicht anders sein, beginnt dein physischer Körper zu heilen. Und das ist dein Stern. Und der Stern ist absolut erfüllend, glücksbringend. Also wenn einmal der Stern nicht dabei ist, ist seit April, Mai, Juni, irgendwie ist der Stern immer dabei. Ja?
Und ja, die Sternenvölker schauen jetzt ganz genau, was dir gut tut, wie sie dir am bestmöglichen unterstützen können, helfen können und was dir einfach im Endeffekt gut tut. Und das weißt du vielleicht gar nicht, was dir gut tun könnte. Aber man kann schon sehen, du bist eine Herrscherin, du weißt, was du willst. Und das ist schon mal die richtige Voraussetzung dafür, dass du weißt, was du willst. Und das ist auch die Welt. Ich glaube, das, was du dann auch zu sagen hast, ist, wird die Welt berühren. Ja? Du wirst ein Stern sein, der ganz, ganz hell leuchtet. Ja, mit den 9 der Münzen auch noch. Schau dir das an. Ja, du hast immer gedacht, du musst alleine kämpfen für das, was dir lieb und heilig ist. Ja, und jetzt ist das alleine kämpfen vorbei. Du fühlst dich jetzt als diese Weise oder die Weisheit in dir drinnen. Was sieht, sie ist sehr weiß angezogen. Also sie hat das sehr weise, sehr klug umgesetzt und ist somit in die Fülle, in die Erfüllung gekommen. Ja, und das ist das Nest, ne? Da fühlst du dich irgendwie mit den 4 der Schwertern, ja. Da hast viel Verletzung einstecken müssen. Also da ist wirklich viel passiert und du hast da wirklich gut losgelassen, ja. Also viele Tratschereien, also ich höre so viel Tratschereien und jetzt erkennen sie, was die Wahrheit war und was Lüge war. Und das ist lange gegangen, mein Gott. Ich sehe wirklich, dass es lange gegangen ist, wow. Ja, und dein König der Münzen hilft dir. Der hilft dir, zu deinem Erfolg zu kommen. Jemand erkennt jetzt deinen Erfolg. Jemand erkennt jetzt, dass du so viel getan hast und gemacht hast. Und jetzt ist man auf dem richtigen Weg. Du fühlst es, du spürst es, du bist auf dem richtigen Weg. Du hast Menschen kennengelernt, die jetzt wirklich das, was du machst, zu schätzen wissen und dich einfach auch so lieben, wie du bist. Und ein Stier, Steinbock oder Jungfrau könnte eine entscheidende Rolle spielen. Ja, du kommst in deine Kraft. Ja? Es ist deine Kraft. Es ist deine ganz persönliche Kraft, wo du wieder hinkommst. Ja? Und du bist auch nicht böse auf die Person, die das gemacht hat. Ne? Die hat halt Hirn ausgeschaltet gehabt oder Angst gehabt, dass sie gekündigt wird. Oder keine Ahnung, sie hat das, was du nicht noch umsetzen konntest, hat sie einfach dann umgesetzt, ohne dich dabei zu fragen, ohne dich einzubinden. Ne? Und das war ja das Schräge dran. Ne? Wenn sie gefragt hätte, du, das ist eine geniale Idee, wie wär's, wenn du dich nicht traust, dann geht sie hin, aber unter deinem Namen. Ne? Das ist ja auch so, dann kann man ja Win-Win machen. Ne? Aber die hat das nicht gemacht. Ne? Vielleicht hat sie auch selbst nicht daran gedacht. Ja? Sondern sie hat einfach die Idee gesehen und genommen und getan. Und ja, und mit dem Pagen, da kommen neue Nachrichten. Und zwar leidenschaftliche. Das ist ganz neu, das ist ganz frisch, das kommt jetzt in dieser Woche. Herzschmerz geht raus. Du trägst nicht mehr die Bürden und die Last mit dir. Wow, in dem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Alles Liebe, alles Gute, eine schöne Zeit. Baba, tschüss.